geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie in meiner bekannt liebenswürdigen Art und Weise zum zweiten Part unserer Vorlesung Bioorganische Chemie, Naturstoff, Chemie Part. Wir waren ja beim letzten Mal beim Indigo, also in der bunten Welt der Farbstoffe, im wahrsten Sinne des Wortes angekommen. Und damit wollen wir jetzt weitermachen. So, ich habe Ihnen nochmal ein kleines Bild eingeblendet, vielmehr eine Passage aus einem Brief, den am 3. August 1883 Bayer zu seinem guten Freund Heinrich Caro, der Forschungsleiter bei der BASF war, sandte, und auch mal zu zeigen, wie damals so die Methode der Wissenschaft war. Er schreibt also, wer das lesen kann, die Handschrift von damals ist glücklich, für alle anderen übersetze ich mal sozusagen. Es geht also um die Enthüllung einer Statue, der Liebestatue in München, und schreibt auch noch andere private Dinge in dem Brief. So schreibt er, die Enthüllung findet also um 11 Uhr am 6. August statt. Frack und weiße Binde ist vorgeschrieben, sonst ist nichts nötig. Indigo ist, dann kommt die Formel. Wie geht es Ihrer Frau Gemahlin? Ich habe zu meinem größten Bedauern gehört, dass sie leidend gewesen ist. Ja, und dann geht es weiter. Also da wurde Privates und Fachliches auch problemlos vermischt. Als nächstes wollen wir uns noch kurz mit der Frage beschäftigen, wie macht eigentlich Indigo? Also wie geht das Ganze in der Natur vor sich? Also etwas Biochemie, aber wirklich nur, einen kleinen Anhauch davon. Die Natur startet von diesem System hier, Cyclohexadien, Methylgruppe und einer freien OH-Gruppe. Sie sehen, stereoselektiv das Ganze. COOH. Diese Verbindung wird Chlorisminsäure genannt. Und in einigen biochemischen Schritten wird daraus zunächst Indol hergestellt. Ja, Indol, welches dann, zu Tryptophan umgewandelt wird. Das ist, ja, denke ich mal, ganz interessant. Wie geht das vonstatten? Da schauen wir vielleicht mal kurz rein. Ausgangsstoff dafür ist Serin. So. Hier klein und fein hingezeichnet. Und das Serin wird nun zunächst dehydratisiert, also es fliegt Wasser raus. Wir bekommen dann hier zum Michael-System, was reagiert, halt, hier fehlt noch die NH2-Gruppe, was reagiert, es ist also formal eine enantioselektive, Michael-Reaktion mit Dehydroanilin, Okay, das Tryptophan selbst, wird uns noch in ganz, ganz vielen Synthesen begegnen, ist in der Natur ein beliebter Ausgangsstoff. Mit Hilfe der Tryptophanase, also enzymatisch, wird dann wieder gespalten und wir kommen zum bereits bekannten Indoxyl. So, jetzt könnte jemand sagen, Indoxyl, mit Sauerstoff würde das doch sofort Indigo bilden. Wie geht denn das jetzt genau? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. In der Pflanze und Indigo überhaupt ist doch in der Pflanze auch, wäre auch doch überhaupt nicht transportfähig als Pigment, richtig schwierig. Ja, das ist vollkommen richtig und die Natur hat für solche Probleme natürlich immer ein probates Mittel in der Hand, die macht die Systeme wasserlöslich.
Wie kann Wasserlöslichkeit erzeugt werden? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die Natur benutzt dafür. Also ich schreibe das vielleicht auch das einmal in Klammern, ja, das ist alles enzymatisch, ja. Mit Hilfe von Zuckern, ja, Kohlenhydrate werden angedockt und die sind jetzt interessanterweise, welche Zuckerart da andockt, ist abhängig von der Gattung, die Sie als Pflanze betrachten. Ja, also Indikan, das ist aus Indigofera zum Beispiel. Zeichnen wir mal hin, schauen wir uns an. Schaut das Ganze nichts vergessen. Wie folgt aus? Wir haben hier das Andocken, also glykositisch, ja, ein Glykosid. So, dass sich das auch schön trifft. Rest alles in die Äquatoriale. Ja, also glykositisch angeknüpft. Und die Isatan-Variante aus Isatis Tinctoria hatten wir ja ebenfalls. Können wir denken, genauso, aber eben nicht. Benutzt eine etwas andere Variante. Aha. Nämlich, hier ist das Ganze über einen Ester angeknüpft. Das ist vielleicht überraschend, dass es nicht gleich ist. Nein, das ist über einen Ester angeknüpft. Und wird halt so die Wasserlöslichkeit vermittelt. Jetzt wird der, CH2OH muss das natürlich heißen, nur wird der aufmerksame Student natürlich fragen, na, das ist ja alles sehr schön. Ich kann mir vorstellen, so kann das Ganze in der Pflanze transportiert werden. Aber wie zum Teufel kann man denn jetzt damit färben, wenn da noch der Zuckerrest dran hängt? Vollkommen richtig. Wie das abgeht, ist, denke ich mal, auch klar, das kann nur gut enzymatisch gespalten werden. Ja, das kann nur enzymatisch gespalten werden. Was die Frage aber, die Antwort sozusagen, wirft gleich die nächste Frage auf. Das ist ja schön, aber wie haben denn die Leute vor etlichen tausend Jahren das hingekriegt, enzymatisch zu färben? Ja, wie geht denn das? Und die Antwort ist hierbei relativ einfach, naja, enzymatisch. Ja. Enzymatisch, wenn man das spaltet, erhält man wiederum, haben wir ja schon gesehen, Indoxyl. Ja. Und Indoxyl kann dann mit Hilfe von Sauerstoff ganz einfach in das Indigo selbst überführt werden. Ja. Wenn das also nur gut enzymatisch geht, bringt das natürlich sehr wohl die Frage zu einer Zeit, wo man noch keine Ahnung hatte, was ein Enzym ist oder dass es ein Enzym gibt. Wie haben die das denn gemacht? Und das möchte ich Ihnen beantworten. Und ich habe mir gedacht, ich lese Ihnen einfach mal aus einer alten Quelle vor, die Beschreibung, wie man mit Indigo färbt. Ja? Also Indigo. Ja? Wie haben Sie sozusagen diesen Schritt aus den beiden zuckerhaltigen Systemen, die Spaltung und die Blaufärbung dann hingekriegt. Ja, und zwar zitiere ich jetzt mal aus einem Papyrus, und zwar dem berühmten Stockholmer Papyrus aus dem 3. Jahrhundert nach Christi. Da heißt es, fülle etwa 25 Kilo des gleichmäßig getrockneten Weiz in eine Küppe. So, eine Küppe ist, wir würden bei jetzt in Thüringen sagen, Holzbotsch, ja, ein Holzbottich. Also in eine Küppe, die in der Sonne steht und mindestens 600 Liter fasst. Also ein sehr großer Holzbottich. Und schichte es gleichmäßig auf. Dann gieße so viel Urin hinein, dass die Flüssigkeit darüber steht und lass das Gemenge in der Sonne warm werden. Am anderen Tag schließe es dadurch auf,
wohlbemerkt, schließe es auf, wie wir heute auch einen Aufschluss nennen würden, schließe es dadurch auf, dass du in der Sonne darin herumstampfst, bis es gleichmäßig durchgezogen ist. Das muss 3 Tage hintereinander geschehen, dann rühre den Weid und die Gemenge des darüber gestehenden Urins tüchtig durch. Igitt, ja. Also, ja, man hat das voll biochemisch gemacht und das Mittel der Wahl war Urin. Ja, ist natürlich enzymhaltig und ist in der Lage, das Ding zu spalten. Aber nur kann man sich vorstellen, wenn man für 25 Kilo getrockneten Weid eine 600 Liter Küppe braucht, braucht man sehr viel Urin. Ja, ganz klar, braucht man sehr viel Urin. Und dieses sehr viel Urin, wo kommt so viel Urin her? Ja, damals war Urin nicht das Abfallprodukt, was man entsorgen musste, sondern das wurde in den Häusern in Töpfen gesammelt, sodass man damit färben konnte. Ja, so stammt aus einigen Thüringer Gegenden auch die Bezeichnung, ja, für manche Orte, das sind halt die Pisspötte, die also den Urin in Töpfen gesammelt haben, um damit zu färben. Denn man brauchte wirklich sehr große Mengen. Ja, das war ja ein wichtiger Wirtschaftszweig damals. Damit hat man das Ding gespalten und dann konnte man färben. Das eigentliche Blaufärben, das kennen Sie auch noch als Begriff. Heute mache ich blau, hieß also, ich habe die zu färbenden Stoffe eingetaucht. Ja, dann waren sie mit Indoxyl behaftet. Dann hat man die auf den Rasen, auf freie Flächen gelegt, sodass die Sonne drauf scheinen konnte, Sauerstoff dran kam. Es wurde also warm und Sauerstoff war auch da. Und schwuppdiwupp, hier unten sehe ich gerade, gut, dass wir es nochmal gesagt haben, braucht man Sauerstoff dazu. Mit Sauerstoff hat sich die Wäsche dann halt blau gefärbt. Und das Blaumachen war natürlich sehr angenehm, weil ich habe kurz gearbeitet und dann konnte ich mich zurücklehnen. Dann hat ja der Sauerstoff seine Arbeit für mich getan. Daher kommt dieser Begriff des Blaufärbens. Wir können also zusammenfassen, dass das Färben mit Indigo zusammen mit der alkoholischen Gärung, also dem Erzeugen von irgendwelchen berauschenden Mitteln, Bier, Wein, was auch immer, und dem Backen von gesäuertem Brot, meinetwegen noch die Ledergerberei, die Herstellung von Käse, eines der ersten biotechnologischen Verfahren war, das die Menschen angewendet haben. Und ohne zu wissen, natürlich, wie das genau funktioniert, war ja auch nicht wichtig, es hat geklappt. Das wäre wichtig zusammenzufassen. Nach dem biologischen Syntheseweg wollen wir uns jetzt noch einmal die industrielle, die technische Synthese des Stoffes vor Augen halten, mal anschauen. Also wir schreiben die technische Synthese und dazu haben wir auch dann die erste Aufgabe für das Seminar. Ja, der wird sich genau um dieses Thema dann auch handeln. Ja, vielleicht technisch im ganz Kleinen ein sehr gekonnter Weg, eine sehr gekonnte Zugänglichkeit, so gekonnt und so schön, dass sie zum Beispiel gerne in der Schule benutzt wird als Demonstrationsvariante, ist die Synthese ausgehend vom Orthonitrobenzaldehyd. Da ist im Lehrbuch ein kleiner Fehler in der Namensgebung aufgetreten, aber naja, das passiert schon. Das kam einfach mit Benzaldehyd im Basischen und Basisch heißt hier einfach nur in Natronlauge umgesetzt werden. Was dabei passiert, ist natürlich, sie deprotonieren das Aceton und dieses kann dann die entsprechenden Aldehydfunktionalität angreifen und sie gelangen zu dieser Spezies hier. Ja, ganz einfach eigentlich. Lehrbuch analog, lehrbuchgerecht. Die liegt selbstverständlich in der Ketoenol-Tautomerie vor. Ja, das kann man vielleicht nochmal mit hinschreiben. Kleine Wiederholung. Also die Ketoenol-Tautomerie. Dieses Beta-Hydroxy-Ketons. So, fehlt noch die Nitrogruppe wieder. Ja, und diese kann erneut deprotoniert werden. Es ist klar, dieselbe Reagenz, das heißt, dass alles läuft
quasi hintereinander weg. Man kann das im Reagenzglas ganz einfach tun, ja, ganz einfach realisieren. Und ja, das geht wirklich ganz wunderbar. Ja, deprotoniert, die Ladung klappt rein und die zur Verfügung stehende Gruppe kann die das Elektronenpaar, die Nitrogruppe, attackieren und sie kommen zu dem ja gewünschten Ringschluss. So, plus natürlich hier, minus OH und jetzt ist der Ring zu, ja, hier entsprechend das Keton daran. Ja, und alles, was jetzt noch zu tun ist, ist sukzessive diese Sauerstoffe ja, loszuwerden. Das erste geht ganz einfach. Minus H2O, ja, fliegt hier Wasser raus. Hier fehlen noch die Doppelbindungen. Das können wir natürlich nicht zulassen. Ja, minus plus. Ja, und OH. Wasser abgespalten. Und als nächsten Punkt, hier steht ja noch ein H dran, ja, kann dieses erneut deprotoniert werden. Dann kann die Doppelbindung hier reinklappen und klappt entsprechend zum Stickstoff heraus. Wir erhalten ja, oha, jetzt natürlich in neutraler Funktion, das ist ganz klar. Wir haben ja H plus abgespalten. Vielleicht schreiben wir das nur mit hin, minus H plus, ja. Zu dieser Spezies, ja. Und was jetzt noch zu tun ist, ist das Abspalten des entsprechenden Acetylrestes. Das ist ganz klar, der muss auch noch weggehen. Wir erhalten dann also, ja, wie schreibe ich das mal? Am besten, ja, so hier. Ja, okay, das funktioniert. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen voll. Oh, pardon, bin am Falschen. Kein Wunder, dass das da schon so voll war. Ja, das kann nach oben gehen und dann erhalten wir so. NOH hat sich nicht geändert. Hier haben wir jetzt natürlich die Keto-Funktion und exozyklisch die Doppelbindung zu der OH-Gruppe da. Ne? Sehr schön. Haben wir und mit Hilfe von Wasser plus H2O, das ist ja formal, wenn Sie es zurückklappen, ne, ein Keton, können Sie also aus diesem Keton hier das Hydrat bilden. Das heißt, können Sie, Sie können das gar nicht verhindern, das macht die Reaktion ganz von alleine. Ja. Sie erhalten also hier die Hydratform des Aldehyds. Ja, und diese Hydratform kann jetzt erneut deprotoniert werden. Sie sehen, jetzt geht es hier los. Wenn das hier reinklappt, die Bindung, die ja den Ring mit der Acetylgruppe, mit der ehemaligen verbindet, gebrochen wird, dann spaltet sich hier natürlich minus OH. Also Essigsäure geht weg, es ist im Basischen, das heißt, es wird sofort neutralisiert und Sie erhalten jetzt etwas, was unserer Zielverbindung schon recht nahe kommt. Ja. Die Version, die hier die Acetylgruppe abgespalten hat. Ja, und jetzt ist das Ganze relativ leicht. Jetzt müssen Sie noch einmal Wasser abspalten. Das heißt, ich mache es mal so, ja. Deprotonierung liefert die negative Ladung, die weitergegeben wird und die entsprechend hier abgespalten wird. Sie enthalten jetzt ja, das ist natürlich zu. Hypothetisch diese Spezies Indolon, ja, und die dimerisiert sofort zu
Indigo. Ja, das Wort Indigo. Ja, da Sie nur ein Reagenz brauchen, das wäre also wässrige Kalilauge, die beiden Reagenzien, können Sie also wässrige Kalilauge, Aceton, dass sich das gerade löst, machen das Ganze warm und es wird blau. Sie können es absaugen und haben Indigo erzeugt. Sehr, sehr einfach, sehr, sehr schön möglich. Kleiner Pferdefuß bei der Reaktion ist, dass die Startverbindung, also das Ortho-Nitrobenzaldehyd, nicht so zugänglich ist, dass man das in der Technik wirklich einsetzen könnte. Ja, das wäre sehr schön, aber leider ist das mit Problemen verbunden, sodass das in der Technik nicht genutzt wird, sondern das ist mehr so das typische Schauexperiment, was man einfach kennen muss. Wie kann nun aber Indigo in der Technik gewonnen werden? Zunächst ein kleiner Rückblick über die technische Entwicklungen. Ja, da werde ich hier nur eine einzige demonstrieren, der Rest gehört dann schon zum Seminar. Da sollen Sie ja die Möglichkeiten demonstrieren. Wir möchten jetzt hier nur mal uns die sogenannte Heumansche Synthese, Heumannschen Syntheseweg anschauen. Der Herr Heumann hat die Synthese insofern natürlich damals an die Möglichkeiten der Zeit angepasst, was es eben gab, und da er natürlich wusste, dass Anilin Abbauprodukt ist, kann es natürlich auch ein Aufbauprodukt sein. Ich setze mal hier ein R, ja, und definiere zunächst mal, das R soll hier H sein, also für Anilin. Das wird gleich einfacher in der weiteren Erklärung. Wenn ich das umsetze mit Chloressigsäure, komme ich natürlich zum N-alkylierten Schlüsselschritt. Also Verbindung ist klar, das ist dann entsprechend Phenylglycin. Das ist wirklich ein sehr einfacher Syntheseschritt. Ja, Phenylglycin. Und wenn Sie das sich vorstellen, an sich müsste ja nur die Carbonsäure irgendwie mit dem Aromaten in Wechselwirkung gebracht werden. Und irgendwie ist gut. Das ist bei der Synthese auch der Pferdefuß, der Haken in der Geschichte. Das geht nur mit KOH, deutlich erhöhter Temperatur und Natriumamid als Katalysator, ja, für die Extrabasizität. Und ja, wenn man das macht, kann man tatsächlich dann zum Ringschluss gelangen. Wenn man sich das vorstellen, das ist dann natürlich unser gewolltes Indigo als Ziel. Ja. Warum habe ich hier geschrieben R gleich H? Das ist die erste Methode. Die Ausbeute auf diesem Weg sind nämlich nur 10%. Heumann hat dann nachgebessert sozusagen und hat festgestellt, wenn ich von der Anthranilsäure ausgehe, erhöht sich die Ausbeute deutlich, deutlich, deutlich. Und das war auch was, mit dem man damals schon technisch etwas anfangen konnte. Sonst ist die Reaktionsführung identisch, also deutlich mehr als 10% Ausbeute. Ja? Natürlich hat das Problem, hier oben kann ich Anilin nehmen, das war kein Problem, das gab es. Anthranilsäure musste man für eine technische Anwendung auch erst zugänglich machen, auch dazu gibt es eine Aufgabe in unserem Seminar. Wenn Sie sich jetzt fragen, naja, das ist ja schön, aber wie komme ich jetzt zu einem färbbaren Stoffgemisch? Dann schauen wir uns das natürlich auch nochmal schnell an. Ja. Wenn Sie die Reaktion, wie hier oben durchgeführt, realisieren, erhalten Sie natürlich zunächst erst einmal, ist ja im stark basischen und Sauerstoff ist auch nicht da, das heißt, es wird nicht sofort blau. Sie erhalten nun zunächst das deprotonierte, also das Dinatriumsalz. Ja, das Dinatriumsalz der beiden, also einmal ONA und einmal Stickstoff-NA. Und dieses könnte man dann sofort mit entsprechenden Oxidationsmitteln, also Sauerstoff, im Normalfall wird einfach Luft durchgeblasen, ja, bei etwas erhöhter Temperatur, so 80 Grad Celsius, zu Indigo umsetzen. Okay, ja,
Das würde aber bedeuten, wenn ich etwas färben möchte, müsste ich das direkt in der Synthesehalle färben. Ja, das muss aus der Synthese kommen. Bedenken Sie bitte, das ist dann auch sehr basisch. Na, ob das so schön ist für die Kleidung, die man färben will, wahrscheinlich nicht. Ja, deshalb ist der Trick heute, man benutzt die direkt aus der Synthese stammende Mischung, die Masse, ja, heute, ja, folgt eine katalytische Hydrierung. Ja, eine katalytische Hydrierung in die Leukoform. Ja, eine katalytische Hydrierung in die Leukoform. Auch das wollen wir uns anschauen. Man geht also von Indigo aus, dass man ja industriell quasi herstellen kann. Ja, früher war das direkt das Handelsgut, hieß natürlich, dass der Färber jede Menge Chemie betreiben musste, um das erstmal wieder in eine lösliche Form zu überführen. Klar, da hatte der viel zu tun. Ja, Indigo und macht daraus mit einer Reduktion katalytische Hydrierung. Im Übrigen vielleicht das noch klassisch angemerkt, macht man das mit Na2S2O4 Natriumdithionid und überführt das in die Leukoform. Jetzt habe ich das Wort Leukoform benutzt, ohne zu sagen, was das ist. Also Leukoform ist immer die farblose Variante eines Farbstoffes. Ganz oft geht es dabei um Oxidation oder um Reduktion. Auch ein pH-Unterschied kann da wichtig sein. Hier ist natürlich ja, die Reduktion, haben wir ja hingeschrieben, klar. Okay, also ONA entsteht dann in diesem Fall, ja, bei der klassischen Variante. Und diese Pampe, die man dann herausbekommt, ja, das ist also, das riecht auch mal ein bisschen komisch mit Natriumdithionid, diese Masse, die man hier erhält, also das ist das Leuko-Indigo. Das Leuko-Indigo, das wird in der Industrie direkt eingedampft, und zwar indem man Melasse hinzugibt. Na, man gibt Melasse zu, dampft das Ganze ein und erhält dann eine ja, rieselförmige, handhabbare, wägbare Menge, die man in Säcke füllen kann. Durch die Melasse ist das relativ gut von Sauerstoff abgetrennt. Und Sie können die Leukoform direkt in den Handel bringen. Also eindampfen natürlich. Ja, und der Färber nimmt den Sack also, nimmt die Menge, die er berechnet hat, heraus, löst das Ganze auf, tunkt seine Kleidungsstücke, seine Fasern, seine Wolle, seine Baumwolle, was auch immer er färben möchte, hinein. Wichtig, das ist ja jetzt hier entsprechend das Dianion. Dieses Dianion, ja, das ist relativ polar, das Dinatriumsalz. Das heißt, beispielsweise der Baumwollfaden, das ist ja meistens Baumwolle, der Baumwollfaden wird nicht durchgehend davon durchdrungen, sondern bleibt auf der Oberfläche. Ja, bleibt auf der Oberfläche, dann kann er das Stoffgewebe aufhängen. Ja, früher hat man es ja ausgelegt, heute hängt man es auf, lässt Luft dann vorbeistreichen und das oxidiert automatisch wieder zum Indigo. So, und wenn er halt einen stark blauen Faden haben will, dann nimmt er den dann oxidierten Stoff, der meinetwegen schon hellblau ist, tunkt es wieder ein, hängt es wieder auf und so kann er verschiedene Blautöne einstellen, bis er den gewünschten Blauton hat. Dieses Aufhängen an der Luft oxidieren, also das ja, Ausscheiden von Indigo, das nennt der Färber das Verhängen der Fasern, das Verhängen. Ja, ja, und so kann er seinen Stoff färben. Naja, und nun wissen Sie, es gibt ja, verschiedene Stoffe. Das bekannteste sicherlich mit Indigo gefärbte ist die Jeans. Eng verbunden mit dem Begriff der Jeans, der natürlich Blue Jeans sind Begriffe, von denen Sie garantiert schon gehört haben. Und auch ein Name, Levi Strauss, der die Webart Demin dafür etabliert hat. Demin kommt aus
Frankreich, auch die Namensgebung ist daher, die Weber-Art Demmin also, die basiert auf folgendem Fakt, das hatten wir ja schon lange als Problem angesehen, wenn Sie einen Faden haben, ja, dann dringt ja das Indigo nicht wirklich tief ein, sondern bleibt irgendwie so als Pigment Indigo um die Faser und drum auf der äußeren Hülle liegen. So, das heißt, das Problem ist, Indigo ist nicht reibecht. Ja. Indigo ist nicht reibecht. Das heißt, wenn Sie den Faden nehmen und scheuern und kratzen daran, dann wird er immer heller. Das ist natürlich ein Problem, wenn ich etwas färben will. Und dieses Problem umgeht diese Demmin-Webart auf ganz pfiffige Art und Weise. Bei den Demmin-Webarten gibt es zwei verschiedene Arten von Fäden. Es gibt die Kettfäden. Ich versuche das hier mal so zu skizzieren. Die Kettfäden. Kettfäden. Die sind gefärbt. Okay. Und es gibt die Schussfäden. Die sind schneeweiß. So, jetzt muss ich das noch so, dass es irgendwie so aussieht, als würde das hier so, jawohl, und nochmal rum, hier drüber, hier wieder drunter durch und hier wieder drüber und so weiter und so fort. Also hier die Schussfäden, Faden, oder Schussfäden, ja, farblos, ungefärbt. Und durch dieses drunter drauf, schützt also der Schussfaden den Kettfaden vor dem Abfärben, ja, vor dem Abreiben. Ja, das ist ganz, ganz clever. Und wenn Sie sich mal die Jeans ganz von nah anschauen, sehen Sie auch, dass es eigentlich immer hell, dunkel geht. Ja, und das ist einmal Kettfaden und einmal Schussfaden, den Sie da sehen. Naja, und wenn ich das, also gibt mechanische, stabile Farben, ja, in verschiedenen Blautönen, je nachdem, wie intensiv ich das nun gefärbt habe. Und ich kann das Ganze stonewashen, dann wasche ich einen Teil, von dem schleudere, stoße ich, prügel ich dann aus der Farbe raus und so wird es halt immer heller. Und so kann ich zu diesen typischen Modefarben gelangen. Ja? Und das Ganze geht aber nur, wenn ich halt die Demmin-Jeans nehme, weil sonst würde es einfach gleichmäßig hell werden und würde nicht so aussehen wie halt die normale Jeans, wie man es von normalen Blue-Jeans erwarten würde. Und Sie wissen auch, dass das zunächst, weil das halt reibecht stabile Fasern waren, war das eine typische Hose der Arbeiter, bis es dann zum Modeaccessoire geworden ist. Ja. Und zu guter Letzt wollen wir uns noch mit einem weiteren Farbstoff beschäftigen, der ganz eng verbunden ist mit dem Indigo. Das ist das Purpur, klassische Purpur. Ja, eng verwandt strukturell mit dem Indigo, deshalb passt der sehr gut hierhin. Und Sie wissen sicherlich, Purpur in der Antike, ein ganz begehrter Farbstoff, noch begehrter als Indigo, zum Färben von wirklich den teuersten und edelsten Gewändern. Das haben wirklich nur die mit dem meisten Machtanspruch Personen bekommen. Gewonnen wird das Purpur oder wurde das Purpur damals aus der Purpur-Schnecke. Und genauer wäre schön, wenn die ganze Schnecke Purpur wäre, ist sie leider nicht. Nur aus der Drüse der Purpurschnecke, jetzt ahnen Sie schon, das ist also nicht allzu viel. Das ist entweder die Purpurdrüse oder, fachlich richtiger, die Hypobronchialdrüse. Hypobronchialdrüse. Das ist also in der kleinen Schnecke schon nicht allzu viel. Wenn Sie das also haben wollten, mussten Sie die Schnecken fangen, die Schnecken töten, die Drüse entfernen und mit der Drüse färben. Jetzt können Sie mal kurz raten, wie viel Schnecke man wohl braucht, um einen großen Mantel zu färben. Ich weiß das nicht, aber ich weiß, dass man aus 12.000 dieser Purpurschnecken, 1907 war das, 1,4 Gramm Purpur herstellen konnte oder Purpur gewinnen konnte. Das hat nämlich der Herr Friedländer, hat sich da verdient gemacht und
hat daraus die Strukturaufklärung hinbekommen. Die Strukturaufklärung. Ja, 1,4 Gramm, da denken Sie jetzt, oh, das war aber viel. Bitte bedenken Sie, das war 1907. Ja? Und mit den Mitteln der damaligen Zeit eine gewaltige Leistung, das hinzubekommen. Und seit der Zeit geht es den Schnecken besser, weil man halt seit der Zeit auch eine Synthese davon machen konnte. Aber dazu dann später mehr. Ja, vielleicht auch kurz ein Blick, wie macht die Natur Purpur? Natürlich könnte man sagen, obwohl so ähnlich wie Indigo, ist ja klar, ist vollkommen richtig. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein bisschen anders sind sie immer. Ich möchte Ihnen mal eine zeigen, weil sie etwas anders ist als die Indigo-typische Synthese. Zunächst mal, damit aus Indigo Purpur wird, benötigt unser Indigo ein Brom. Und zwar die Bromsubstanz nicht irgendwo am Benzol, Ring, sondern bitteschön direkt Meta zum Stickstoff. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist also die 6 und 6 Strichposition. Okay, also die Natur nimmt sich diesen jetzt mit Schwefel substituierten Rest. So, SO3 oben Sulfonsäure, Salz. Als Ausgangsstoff, das ist natürlich transportfähig, weil wasserlöslich. Die Sulfatase spaltet hier oben den Schwefelsäureester. Ja, wir erhalten die freie OH-Gruppe. Hier fehlt natürlich wie immer das H. Kennen Sie ja schon. So. Ja, und dieses kann jetzt mit Sauerstoff, 1,5 O2, also ein Äquivalent, pardon, hier fehlt natürlich auch die Doppelbindung, dimerisiert werden. So, okay. Dabei bleibt diese Reste noch bestehen. Ja, und letztlich kann das im Sonnenlicht photochemisch abgespalten werden und wir kommen zu Purpur. Ja, und Purpur ist entsprechend exakt das 6,6-Dibrom-Indigo. So, und schon haben wir es. Ja, 6,6-Dibrom-Indigo diesen Typs. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die verschiedene Spezies dieser Purpurschnecken benutzen, aber alle gehen irgendwie über Schwefelspezies, die benutzt werden. Es existieren nun einige synthetische Varianten, wie man auch industriell Purpur herstellen kann. Dabei sollte man bedenken, Purpur hat nie den Stellenwert erhalten in der Synthese, in dem Synthesewert, den beispielsweise Indigo hat, weil es gegen Purpur noch andere Farbstoffe gibt. Also Purpur muss konkurrieren mit Krapp, mit Kermes, mit Alaunbeizen und sowas, die alles viel, viel billiger sind, die auch wunderbare Farben geben, sodass das Purpur nie den Stellenwert hatte, den Indigo heute für uns hat. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen eine Synthese vorstellen. Die Synthese nach Gerlach von 1989. Ja. Sie sehen also, die Synthesemöglichkeiten, die Routen gingen recht lange. Das ist vielleicht erstaunlich. Gerlach ging jetzt von einem trisubstituierten Benzolderivat aus, und zwar in Parastellung zueinander Brom und hier noch eine Nitro-Gruppe daran, ist ja relativ leicht synthetisch herstellbar. Und er benutzte jetzt Phenyllithium, ja, Phenyllithium mit DMF,
klassische Reaktion heutzutage schon fast, muss man sagen, 105 Grad minus, also schön kalt und in sehr guter Ausbeute, 91%, kriegt er die Substitution. Jetzt könnte ich Sie in der Vorlesung, wenn also Zuschauer dabei sind, würde ich Sie jetzt fragen, welches Brom, denken Sie denn, wird da substituiert? Und ich bin mir sicher, Sie würden mir sofort sagen, na, das muss das Brom sein, was neben Ortho zur Nitrogruppe steht. Das ist das, was substituiert wird. Ja, DOM-artige Reaktion lässt da grüßen. Haben Sie vollkommen recht mit der Behauptung. Ja, dieses System, und jetzt könnte man sagen, noch, damit ist doch alles klar, jetzt schreibe ich hier hin, das läuft genau, wie wir das vorhin beim Indigo schon gesehen haben, Aceton basisch drauf fertig. Stimmt, die Ausbeute ist allerdings sehr, sehr schlecht. Vermutlich durch das etwas elektronenärmere System durch mit der Nitrogruppe. Viel besser funktioniert es, wenn er jetzt, deshalb möchte ich Ihnen diese Route auch nochmal zeigen, wenn er das Ganze in Nitromethan, Natriummethanolat, das Ganze schön im Eisbad, 0 Grad Celsius, wie sich das gehört, zusammen kondensiert. Und dann kommt er ja, zum Kondensationsprodukt. Okay, das so aussieht, ja. Dieses kann er dann wiederum reduzieren. Hatten wir heute schon Na2S2O4, Natriumdithionid. Im basischen bei 15 Grad Celsius kann er also hier immer noch über diese Stufen bis dahin mit 60%, etwas über 60% waren das, glaube ich, ja, gut punkten. Ja, das ist also eine sehr schöne Ausbeute. Kommt er quasi zum Indoxyl-analogen System. Ich habe es schon in Klammern geschrieben. Nicht als solches fassbar. Das wird natürlich sofort dann zum Purpur weiter reagieren, was halt einfach das in der richtigen Position, ja, in der richtigen Position bromierte Indigo ist. Ja, schöne Methode, ist sicherlich auch, ja, würde ich jetzt mal sagen, im Praktikum geeignet. Ja, ein bisschen fortgeschritten im Praktikum mit Phenyllithium, aber das ist sicherlich sehr schön, weil auch ein schöner Farbstoff rauskommt. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Ja, das ist die Synthese nach Gerlach. Was uns jetzt noch übrig bleibt, ist ein kleiner Blick auf die ja, auf Anwendungen, die vielleicht jenseits der Farbstoffe liegen. Und das ist die Substanzgruppe der, wo bin ich? Hier bin ich. Der Arkaschine, zumindest glaube ich, dass sie ausgesprochen werden. Der Arkaschine. Gar nicht lang her ist das entdeckt worden in irdischen Streptomycetenstämmen. Diese Verbindungsklasse, und dabei handelt es sich um 5,5-Dichlor-Derivate des Indigos. Ja, erstaunlich. Also dem, was herauskäme, wenn man es chlorieren würde. Ja. Arkaschine, so. Jetzt hier N hin. Sauerstoff. An die richtige Position, das Chlor. Wichtig dabei, diese Vertreter sind unsymmetrisch substituiert an den Stickstoffen, also nicht gleich. Einer ist noch NH und an dem zweiten sind dann glykosidische Gruppen angefügt. Allerdings kann ich Ihnen nicht sagen, was genau daran hängt, welche Position die einnehmen und so weiter. Das ist bis heute, weil es nicht viel ist, was man daraus gewinnen kann. NHR ist bis heute nicht geklärt. Also mit Zuckerresten an einem der Stickstoffe. Ja, diese Verbindungsklasse hier, übrigens so ähnliche Verbindungen sind auch in der chinesischen Medizin bekannt und werden da also in der traditionellen Medizin eingesetzt. Ähnliche Substanzklassen,
und haben heute ein gewisses Potenzial und sind in der Untersuchung als Tumorstatika. Ja, also in der Forschung. Interessant, dass so ein alter Hund wie das Indigo immer noch für Überraschung gut ist in Abwandlungen. Also auch heute noch, wenn auch nicht mehr als Farbstoff, sondern als Wirkstoff in der Medizin, durchaus im Interesse der Forschung. Als nächstes werden wir uns dann andere Farbstoffsysteme noch kurz anschauen, werden bei den Alizarinen vorbeischauen, werden bei den Kumarinen vorbeischauen und werden uns, wenn auch nur kurz, über Porphyrinsysteme und Reaktionen da unterhalten. Und das nächste große System sind dann die Geruchsstoffe. Bis dahin, Sie wissen es schon, bleiben Sie gesund und mir gewogen.